Yo Leute, was geht? Willkommen zu einem erneuten Video hier auf meinem Kanal. Und ja, genau, wir bauen heute weiter. Wir werden eine etwas längere Folge. Und wir fangen jetzt erstmal an. Also, wir gehen jetzt einmal hin. Natürlich am Anfang des Videos meistens immer erstmal eine kleine Änderung. Und dann gehen wir einmal hier hin. Hier haben wir jetzt diesen Busdepot gebaut, sage ich jetzt mal. Busdepot kann man jetzt mal eben sagen. Und dann hatten wir hier mal eine. Und ich habe mich hier verzählt, weil ich habe mich hier einmal verbaut. Das heißt, wir gehen jetzt auch hier hin. Und bauen einmal, also ihr seht das ja jetzt, zack, ne? Und dann sieht das bei mir jetzt so aus, weil ich hatte hier ein Zweier. Und genau, dann bauen wir hier raus den Zweier, zack, wie drüben auch. Und dann haben wir das so, dann sieht das so aus, damit wir das wie drüben haben. Ich hatte mich da nämlich verzählt und dann sieht das Ganze so aus. Genau so baut ihr das jetzt auch. Oh, gehe ich noch mal hier hinten hin, damit ihr noch mal seht, so wie das halt jetzt auch da aussieht. Genau so, dass wir auch hier diesen Dreierknick, daran orientiere ich mich nämlich, haben, weil da ich mich ein bisschen verbaut. Hier müsst ihr das ja mit Stein ausfüllen. Hatte ich, glaube ich, letzte Folge schon gesagt. So, dann gehen wir einmal hin. Fangen wir an. Fangen wir hier an. Gehen wir einmal hier hin. Hier bauen wir jetzt diese ja, sag ich mal so, wo halt dieses Gepäck rauskommt, ne? Hier dieses ganze Innenleben von dem Gepäck werde ich nicht bauen, aber hier so ein bisschen. So, dann gehen wir einmal hin. Dann nehmen wir uns einmal den polierten Andesit. Oh, zack, 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 zack. So geht's schneller. Dann haben wir hier den Dreier. Eins, eins, zwei. Dann setzen wir einmal den polierten Andesit, die glatte Steinstufe darauf. Dann ziehen wir einmal schwarze Wolle. Eins, zwei, drei. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 entlang. Dann setzen wir nochmal polierte Andesit und die glatte Steinstufe. Orientieren können wir uns jetzt ein bisschen oben dran. Hier haben wir ja diesen Ball, dieses Fenster und einen lassen wir hier frei und einen hier und dann könnt ihr euch da ein bisschen orientieren, falls ihr euch mal verzählt. Dann gehen wir hin, haben wir ja hier, haben wir das ja erstmal so zu. Bauen wir zwei weg. Bauen hier oben roten Beton rein. Zack. Und hier unten natürlich die schwarze Wolle. Jetzt gehen wir aber hin, wir verlängern das noch ein bisschen. Das heißt, ne, wir ziehen jetzt die Wand hier, ziehen wir jetzt erstmal ein kleines Stück entlang. Oh, ihr solltet ja nur ein bisschen bauen. Die ziehen wir jetzt entlang. So, zack, nur ein kleines Stück. Dann gehen wir hin, lassen wir einen frei. Polierten Andesit, glatte Steinstufe drauf. Dann bauen wir wieder. Muss ich mal eben nochmal zählen. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, genau. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Polierter Andesit, glatt Steinstufe. Hier die Lücke rein. Oben rote Keramik rein. Ja auch. Zack. Oh, dann nehmen wir einmal schwarzen Beton, Bruchsteinmauer, Eichenschild und gelbe Keramik. Dann gehen wir einmal hin, suchen uns hier die Mitte raus. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Zack. Mitte ersetzen wir durch die gelbe Keramik. Daneben rechts und links schwarzen Beton. Und bei dem schwarzen Beton wieder die Bruchsteine drauf. Und jetzt auf die schwarzen noch das Eichenschild. Und hier steht dann für das Personal, welcher Flug das ist und welches Flugzeug das muss, etc. Davon haben wir jetzt zwei. Und davon bauen wir auch einfach nochmal ein drittes. Zack. Wieder 13 entlang. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Zack. Hier die Wand ein bisschen verlängern. Und zack. So. Hier auch wieder die Lücken. Auch hier. Zack. Unten ersetzen wir dann durch diese Wolle. Bam. Hier nehmen wir wieder die Mitte. Gucken wir eben, 5 passt. Dann hier einmal zack, zack. Ersetzen hier Schilder drauf. Zack. So, dann gehen wir noch einmal hier hinter und ziehen hier einfach nochmal so die Wolle entlang, damit das von vorne so ein bisschen den Anschein hat. Perfekt. Nur auch bitte den richtigen Block daneben. Damit das dann von vorne diesen Anschein hat, dass es hier hinten auch wirklich verläuft. Das sieht man dann ja nicht.
Sackknoten, ne? Nur ein bisschen hinten so ein bisschen, ja, erstmal so. Ihr könnt das natürlich ausbauen, ich baue es nicht aus, ist jedem selber überlassen und ja, und da noch so schwarze Blöcke hinter, damit das halt so ein bisschen so aussieht. Erstmal bauen wir das so. Und genau, das könnt ihr dann erstmal so bauen. Könnt ihr natürlich hier die Straße auch verlängern und so. Hier den Stein zwischenbauen und hier dann den Beton verlängern. Bis hier vorne. Ne? Und so baut ihr das dann erstmal. So, das haben wir. Das haben wir, das haben wir, das haben wir. Gehen wir weiter. So, jetzt gehen wir einmal hin und wollen ja hier jetzt genau das wie hier bauen. Das heißt, wir wechseln unsere Blöcke. Wir nehmen einmal roten Beton, wir nehmen einmal Steinblock, wir nehmen weißen Beton, wir nehmen schwarze Glasscheiben, wir nehmen weiße Keramik und hellgraue Keramik erstmal. So. Dann, damit ich nichts vergesse, habe ich mir natürlich Bilder von meinen anderen Stationen jetzt gemacht. Zack, jetzt haben wir das ja hier so gebaut. Jetzt gehen wir hin und verlängern einmal um 1, 2, 3. Die ziehen wir einmal hoch. So, dass wir hier den Balken, den verlängern wir natürlich. So, die drei füllen wir einmal aus. Aber wenn das jetzt ein bisschen länger wird, das Video, dann ist das eigentlich gar nicht so schlimm, weil so seht ihr das dann am besten. Dann nehmen wir hier nochmal 1, 2, 3, 4, 5 und den Block. Den ziehen wir auch hoch. Verbinden das. Hier machen wir das gleiche. Verbinden. Zack. Und bauen dann hier einmal runter den Pfosten, damit das so aussieht. Dann gehen wir hin, bauen das ein Stückchen hoch erstmal. Nicht ganz hoch. So, dass wir hier dann am Ende noch drei Stück frei haben. Und da bauen wir dann einfach mal unsere Glasse schwarze Glasscheibe rein. Hier machen wir das gleiche. Verbinden auf dieser Höhe. Hier Glas rein. Zack. Und hier die Keramik. So. Zack. So erstmal. Ja. Und hier das ganze Feld bauen wir dann mit Keramik aus. Also nach links weg, wenn wir jetzt vom Flughafen gucken, nach links die Wand. So, zack, zack, zack. So, das erstmal. Und wenn wir das Ganze dann haben, dann gehen wir jetzt einmal hier hin. Jetzt haben wir ja hier so zwei. Dann gehen wir einmal hin. Genau hier neben. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, 10, 11, 12, 13, 14, 15 und der 16. Den 16. ziehen wir jetzt ein Stück nach hinten. Zack. Hier machen wir das gleiche. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Den ziehen wir nach hinten. Zack. Dann hier zwischen bauen wir einmal den Steinblock als Boden. Na, dann gehen wir einmal hier hin. Die können wir wieder entfernen. Zack. Und zack. Und dann gehen wir einmal hin. Hier. Den weg, dass wir hier so ein Eck haben. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 und 9. Passt genau. Also hier dann 9 Blöcke zwischen haben. Am Weiß. So eine gestrichelte Linie halt. Hier bauen wir dann einen Stein zwischen und den Stein bauen wir dann erstmal hier ein Stück nach hinten. So. Weil hier ist ja da dieser Raum, wo das Flugzeug zwischensteht. Ich meine, ich hätte das auch noch nicht gezeigt. Also nicht an jeder, ne, Ecke, dass wir genau jetzt diese Maßen hier haben. Dann sieht das erstmal so aus. So, jetzt gehen wir hin und wollen uns hier diese rote Fläche reinbauen. So, zack, fangen wir hier an. So, gehen wir einmal hier hin. Wir bauen den Boden rein. 1, 2, 3, 4, 5 und 6. Gehen wir einen hoch. Zack. Und dann 1, 2. Gehen wir wieder hoch.
1, 2, 3, also immer hier so, ne, die so frei sind. 4, 5. Ne? Zack. Dann gehen wir einmal hier hin, einmal hoch, einmal zur Seite. So, da würden wir so einen kleinen Knick kriegen. Und den ziehen wir jetzt erstmal ein Stück nach vorne. So, damit wir das erstmal so haben. So, wenn wir das so haben, dann gehen wir einmal hier hin, lassen wir zwei frei und bauen hier einmal so eine Linie rein und können hier schon mal mit Stein ausfüllen. Dann lassen wir wieder zwei frei, hier dran und bauen wieder so eine Linie. Zack. Auch hier bauen wir das dann eben mit Stein aus. So, jetzt haben wir hier wieder zwei frei, bauen wieder hier so eine Linie. Erstmal, zack. Hier können wir dann auch wieder mit Stein ausbauen. So, wenn wir das Ganze dann haben, dann gehen wir einmal hier runter in diese Ecke. Und da bauen wir dann einmal 1, 2 vor. Und den dritten, den bauen wir dann aber so nach hinten. Dass wir hier so zwei sichtbar haben, den bauen wir dann erstmal so ein Stück. So, dann haben wir hier einen sichtbar. Den bauen wir auch nach hinten, bis hier. Dann drehen wir uns. Dann haben wir hier 1, 2, 3 frei. Und den hier ziehen wir dann auch so ein Stückchen, damit wir hier so ein 1, 2, 3 mal 3 Feld bekommen. Und dann verbinden wir das hier. So, erstmal. Hier können wir dann natürlich wieder alles mit Stein ausbauen. Hier auch, ne? Hier alles mit Stein vollbauen. So. Dann gehen wir hin. Lassen wir wieder zwei frei. Und bauen 1, 2, 3 dran. Dann hier weiterbauen. Ein Stück. So dass wir hier insgesamt 5 Eine haben. Hier können wir dann auch wieder mit Stein ausfüllen. Geiler Voice Crack gerade. So. Dann gehen wir einmal hin. Muss ich mal eben die Perspektive ändern. Gehen wir einmal hier hinten hin und bauen einmal ein Zweier. Hier genau hier neben. Dann nochmal ein Zweier. Dann eins. Dann bauen wir hier so ein Zweier dahin und so ein Dreieck und ein Eck. Ne? Dann bauen wir wieder ein Einer. Dann bauen wir wieder so ein Eck. Dann sind wir jetzt, eben gucken, sind wir jetzt Zweier, eins Eck, nochmal ein Eck. Dann Einer. Dann machen wir hier, so müssen wir jetzt gucken, so drauf gucken. Neben den Einer bauen wir einen Zweier. Und hier dran bauen wir auch nochmal einen Zweier, dass es so aussieht. Dann hier hin, 2, Dreier, Zweier und nochmal ein Zweier. Und dann verbinden wir das hier komplett so. Zack. So, wenn wir das Ganze haben, gehen wir einmal zu dem Dreier, bauen da einen vor. Zack. Und den bauen wir dann einmal hier so diagonal rüber. Hier bauen wir das mit Stein aus. So, zack. Gehen wir mal hier hin. Haben wir hier diese gecrackte. Also hier sind Zweier und hier sind Zweier. Und da, wo dieser hier ist, bauen wir dann nochmal diagonal dran. Auch das bauen wir einmal durch. Und dazwischen können wir schon mal Stein bauen. Oh, zack, 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 zack. So, dann haben wir das. Dann wollen wir mal gucken. Aha, genau. Da, dann gehen wir einmal hier hinten in die Ecke. Hier verbinden wir einmal so ein Zweier. Hier dann so eine Dreiecke Stein. Dann gehen wir einmal hier hin zu diesem Einer. Den verbinden wir dann auch einmal mit dem hier, dass es so nebeneinander läuft. So, zack. So. Dann gehen wir einmal hin bei dieser Dreierecke, bauen einmal diagonal. 5 Stück. 3, 4, 5. Und bei dem fünften, ne, bauen wir noch nichts. Dann gehen wir hier zur Ecke. Bauen wir 4. 3, 4. Zack.
Und jetzt gehen wir einmal hin. Haben wir ja noch hier diesen Einer. Da bauen wir dann auch 1, 2, 3, 4. Und jetzt bauen wir hier an diesem, oder? Ne, genau. Jetzt haben wir ja hier 4. 1, 2, 3, 4. Und an dem vierten bauen wir einmal nach rechts. So, dass wir dann im Endeffekt hier ein Zweier hier. Und hier haben wir dann noch eine. Also ihr baut erstmal eine kleine Linie. So von 2, 3, 4, 5, 6. Dann nehmen wir hier den Einer. Den bauen wir entlang. So. Und bauen den einmal hier weiter. Zack, bis zum Ende hin. Hier zwischen können wir dann wieder Stein bauen. So, ich baue das nämlich jetzt genauso mit euch, wie das am besten klappt, weil hier kommen ja jetzt diese zwei Felder rein, wo dann von von diesem Tunnel, von diesem Eingang, diese Räder stehen und deswegen ist das ein bisschen kompliziert. Auch hier können wir Stein reinbauen schon mal. Und ja, so ist es eigentlich am leichtesten, wenn ihr das genau 1 zu 1 so mit mir bauen könnt, weil dann könnt ihr das eigentlich nicht verkacken. So, hier nur so ein Stück und hier auch nur so ein Stück. So, aber jetzt haben wir ja das ganze Feld hier. So, so, so. Und hier läuft das einmal so diagonal, genau. Dann gehen wir einmal eben gucken. Genau, hier hin. Also jetzt haben wir ja 1, 2, 3, 4, 5, 6. Und auf dem 6. bauen wir dann einmal eine Linie nach vorne. Die verbindet sich dann hier vorne mit dem. Dann brauchen wir auch hier 3. Das heißt, ne, 1, 2, 3. Und den hier ziehen wir auch entlang. Und den hier verlängern wir dann, damit wir hier. Ne, stopp. Machen wir noch nicht. Das ist echt kompliziert. Also jetzt können wir erstmal, bauen wir hier jetzt erstmal Stein rein. Den einer, genau, den habe ich da auch. Jetzt bauen wir. Bauen wir den hier länger als hier vorne. Genau, hier bauen wir den auch nochmal. Und da wir ja hier das 3x3-Feld bauen, also jetzt sieht das ja so aus, ne? Okay, jetzt haben wir ja hier diese Linie und hier diese Linie, dass hier so ein Eck ist. Und hier drin haben wir jetzt eine Viererfläche. Und da wir ja nur eine Dreier brauchen, gehen wir jetzt hier genau neben dem Feld und bauen bei dem Feld einfach einmal so daneben. Zack, und dann haben wir hier das nächste Dreierfeld. Das bauen wir mit Stein aus. Und den Rest bauen wir hier mit Stein aus, was noch grün ist. Hier drinnen, ne? Zack, 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 zack. Und dann haben wir erstmal das Feld fertig. So sollte es aussehen. Was eine komplizierte Scheiße. So. Jetzt nehmen wir einmal hier den. Habe ich jetzt einen weggebaut? Ja, ne? Ja. Nehmen wir einmal den Steinblock. Den ziehen wir jetzt einmal ein bisschen nach vorne. Stimmt gar nicht. Ne, das machen wir noch nicht. So, jetzt nehmen wir den weißen Block und ziehen den nach vorne. So nämlich. Zack. Erstmal noch ein kleines Stück. Jetzt gehen wir hin. Und müssen hier auch was reinbauen. Jetzt gehen wir hier hin. Zählen ab. 1, 2, 3. Einen nach hinten und ein Zweier. Die hier wieder weg. Dass das so ein Knick ist. Zweier. Eins. Den zweiten. Den dritten. Den vierten, den fünften, den sechsten, den siebten und den achten. Ein Dreier. Zack. So. Jetzt gehen wir einmal hin. Bauen wieder zurück. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben und acht. Erstmal. Den hier ziehen wir auch länger. Angeschlossen und hier noch mal 9. Eben gucken. Genau, also hier rechts haben wir dann 9 Zweier und hier links haben wir 8 Zweier, damit es so aussieht.
Dann gehen wir hin, können wir hier die ganze Fläche, die noch grün ist, können wir dann einmal ausbauen. Den Stein. Nur vielleicht ohne irgendwas kaputt zu machen. Wäre sinnvoller. Genau, no, dann können wir hier die ganze Fläche hier komplett alles mit Stein ausbauen. Dann haben wir das. So, dann sieht das erstmal so aus. Sieht schon mal toll aus. Jetzt wollen wir aber noch die Stütze hier rankriegen. Und dafür brauchen wir jetzt wieder neue Blöcke. Hier mal einmal hin. Brauchen den schwarzen Beton, brauchen den hellgrauen Beton, wir brauchen die glatte Steinschufe, die Bruchsteinmauer, den Beton haben wir schon, wir brauchen den Eisenblock, die Steinziegelstufe und mehr nicht. Genau, dann gehen wir einmal hin. Drei freilassen und einmal drei nach oben, so dass wir dann hier noch einen sichtbar haben. Zack. Das machen wir nach zwei vorne. Okay, passt. Dann einmal hier zur Seite weg. Ein hoch. Und jetzt brauchen wir einmal, vergessen, den grauen Beton noch. Boah. Machen wir hier dran. Hier nach hinten. Zweimal grauer Beton. Nochmal nach hinten. Zweimal grauer Beton. Jetzt mal kurz orientieren. Jetzt machen wir noch ein drittes Mal. Auch wieder Zweier. Dann gehen wir noch mal einen nach hinten. Da bauen wir jetzt nur einen. Und daran bauen wir einmal weißen Beton. Zack. Dann gehen wir noch mal hier hin. Da bauen wir noch mal zwei Reihen weißen Beton. Und davor bauen wir jetzt einmal, zack, den schwarzen Beton. Den machen wir oben einen drüber, unten einen drüber und ein Stück zur Seite. Zack. So, jetzt gehen wir hier hin, nehmen den hellgrauen Beton, den bauen wir drei breit. Zack. Hier hinter können wir dann wieder den schwarzen Beton verbinden, dass das so aussieht. Zack. So ein 3x3 Feld. Hier hinter gehen, weißen Beton nehmen, auch wieder auf der schwarzen. Zack, und jetzt bauen wir das einfach nur noch so zurück, wie wir es hingebaut haben. Und immer halt diagonal dann so versetzt. So, hier müssen wir dann aufpassen. Hier kommt dann wieder der Eisenblock. Also wirklich 1 zu 1 so nachbauen. Hier kommt dann wieder der Zweier-Eisenblock. Passt genau. Zack. Dann haben wir das erstmal so. Dann gehen wir oben drauf und bauen einmal bei dem Eisen Steinziegelstufen drauf. Zack. Genauso, dass es keiner übersteht, dass es genau eben ist. So. Und hier nehmen wir die glatten Steinstufen. Oh, die bauen wir auch einmal hier rüber. So, zack, dann gehen wir nach unten. Dann nehmen wir dann nur die Steinziegelstufen, verbinden das erstmal. So, bisschen Geduld dafür immer haben. Ey, ich frage mich, warum die immer manchmal versetzen. Das ergibt gar keinen Sinn. Das hat gerade voll gebackt. So, dann gehen wir hier ganz am Ende hin und bauen nochmal drei drunter, damit das so eine kleine, ne, weiß ich nicht, so ein bisschen undocked-mäßig. Hier auch oben. So drei. Und dann sieht das so aus. Dann haben wir ein Dings. Dann gehen wir nach innen. Und hier wollen wir natürlich jetzt den Eingang bauen dafür. Das heißt, eben in ein anderes Bildlager reingehen. Das hier. So, jetzt gehen wir einmal hin, lassen wir hier einen frei. Genau auf Höhe des Fensters. Zack. Zwei rausschlagen erstmal. Oben lassen wir den auch so. Zack. Bis hier, bis wir hier am Boden sind.
Können wir auch ein drittes rausschlagen, damit wir so einen Dreiergang haben. Zack. Dann nehmen wir uns hier unseren Quarzblock unten und bauen den hier erstmal komplett rein. Ist egal, ne? Erstmal komplett reinbauen. Oh, jetzt brauchen wir einmal noch die Treppe und die Stufe von Quarzblock. So, zack. Jetzt gehen wir einmal hin. Das hier bauen wir weg. Können wir einmal hier so lang bauen. Dann auch hier. Zack. Zwei unten, dass es genau hier so bündet. Hier zwei. In der Mitte bauen wir nochmal einen Block hin. Einmal lang. Hier bauen wir auch noch einen Block hin. Und hier bauen wir dann die Treppe runter, damit das so aussieht. So. Dann nehmen wir nochmal schwarzes Glas, was wir hier einfach so drauf bauen. Zweier, Dreier breit, egal, so, ne? Und können wir das hier auch noch mal einen verlängern. So, zack. Haben wir hier so drei. Und dann können wir hier so reinlaufen. Einmal per Treppe und einmal hier so mit einer Rampe. Für Rollstühle oder so. Dann bauen wir hier oben das Dach zu. So, ne? Zack. So, zack, zack, zack. Zack. So. Dann sieht das erstmal so aus. Dann haben wir hier diese Röhre, ne, wo wir rumgehen. Genau, eine Sache habe ich noch vergessen. Sehe ich gerade. Wir wollen natürlich auch noch hier die Räder hinbauen. Dafür brauchen wir nochmal den schwarzen Beton. Wir brauchen die Bruchsteinmauern, glatte Steinstufe und sonst nichts. Genau, gehen wir nochmal hin. Gehen wir hier unten hin, genau mittig. Bauen wir den einmal hoch. Hier machen wir das auch. Mittig, einmal hoch. So, jetzt gehen wir unten hin. Einmal links und rechts, also ne, zu dieser Säule hingesehen. Zack. Die Stufe da rein. Hier auch. Zack. Stufe da rein. Ne? Dann gehen wir einmal nach oben. So, zack. Bauen wir hier mal so. Zack, zack. Dann hier diese Verbindung rein, dass das so aussieht. Dann nehmen wir hier die Steinstufe und verbinden das Ganze nochmal so, damit das dann so vollendet ist oben drauf. Dann sieht das so aus. So baut ihr das jetzt von komplett links, ne, bis rechts hinten komplett einmal hin. Ich habe das natürlich schon überall gebaut und schon mal vorbereitet. Und genau, am Ende müsst ihr dann ein bisschen gucken, weil am Ende, das ist nur ganz rechts gesehen, von hier aus gesehen ganz rechts, kommt nämlich noch ein Flugzeug hin. Ganz links ist das nicht der Fall, weil die Säule halt nach rechts geht, ne? Also, oder wenn wir jetzt halt aus dem Gebäude kommen, geht die ja nach links. Und das heißt, nur hier ist noch ein Flugzeug, weil ganz hinten geht die ja auch nach links und nicht nach rechts. Das heißt, genau hier müssen wir dann auch nochmal, wie hier, diese Neuner reinbauen. Ne? Eins, zwei, drei, 4, 5, 6, 7, 8 und 9. Und hier bauen wir dann erstmal nur so einen weißen Streifen. Mehr bauen wir hier nicht. So bauen wir das hier hinten. So könnt ihr das dann erstmal bauen. Genau, und dann könnt ihr hier, ne, ihr seht das ja, den ganzen Stein hier komplett durchbauen und bis einen vor dem Beton setzen. So baut ihr das jetzt erstmal überall. Ich finde, ihr habt auf jeden Fall genug zu tun, überall die Säulen hinzubauen, dann da noch diese Gepäckstation da mäßig. Ja, und da haben wir erstmal genug für dieses Video. Viel Spaß beim Nachbauen. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Ihr könnt gerne mal reinschreiben, ob ihr eine Ahnung mittlerweile habt, welcher Flughafen das ist. Kleiner Tipp, es ist ein deutscher. Und genau, ich gebe jetzt jedes Video so ein bisschen einen Tipp vielleicht. Vielleicht gebe ich dann ein paar Tipps. Bis wir dann herausfinden, welcher Flughafen das genau ist. Und dann würde ich sagen, viel Spaß beim Nachbauen. Lasst ein Abo da, aktiviert die Glocke, um keine Videos mehr zu verpassen. Daumen nach oben, nicht vergessen. Und dann würde ich sagen, haut rein und ciao.